Neues Missionsziel? Sie sind zum ersten Mal auf Hawaii, hm? Tja, das Ambiente hier ist unschlagbar. Siehst gut aus, Mary. Hi, Bobby. Okay. Da bin ich ganz mal, also, es gibt Schlimmeres als Hawaii, das können Sie mir glauben. Könnte halt sehr interessant werden. Chief McAfee und Private Thomas Conlon. Ja, Sir. Private Conlon. Sie dürfen passieren. Willkommen in Pearl. Da sind die Quartiere der Offiziere. Aber da Sie und ich hier arbeiten müssen, sehen Sie die sicher nie wieder. Das große Gebäude da ist Beckett Hall. Das Quartier der Freiwilligen. Die Jungs haben sogar einen Pool. War eine höllische Plackerei, Mann. Das ist Admiral Kimmel's Stinkbag Hauptquartier. Er wirkt ein bisschen steif, aber er ist eigentlich ganz okay. Mann, so einen stressigen Job will ich nicht haben. Er ist der Chef der Pazifikflotte und so. Viel ist davon ja nicht mehr übrig. Die Deutschen machen uns ziemlich die Hölle heiß. Sonst ist hier nur noch der U-Boot-Stützpunkt. Diese Schwachköpfe bleiben gern unter sich. Die stetige Überfüllung ist denen wohl nicht bekommen. Das da ist der Sprungturm. Da trainieren sie Bergungseinsätze. Aber wenn sie mit einem U-Boot untergehen, sind sie trotzdem Fischfutter. Nur okay. Interessant, dass wir halt auf das Gelände von Pearl Harbor umherdüsen und uns das ein bisschen erklärt wird. Hey Joe, haben dich die Yankees schon engagiert? Nein, die haben Schwierigkeiten, mich zu finden, Chief. Ein Patrouillenboot wird sie rüberbringen. Wir haben verdammtes Glück. Die Arizona ist erst 31 General überholt worden. Wie wird das Schiff? Sehen Sie sich das an. Die faulenzen den ganzen Tag. Zum Glück tobt der Krieg woanders. Ich hoffe, ich störe nicht. Natürlich nicht, Sir. Ich gehe mit meinen Männern nur die aktuellen Daten durch, Sir. Könnt ihr meinen Freund rüber auf die Arizona bringen? Natürlich, Sir. Also jetzt geht's gleich sehr, also, ja, interessant, auf jeden Fall. Also das Spiel überrascht mich halt echt. Truppmodus. Okay, Spiel gespeichert. Ich glaube, ich kann das Spiel aber nicht separat speichern. Ich kann das Spiel selber speichern. Das ist ultra geil. 14:49 haben wir angefangen, by the way. Das heißt, muss ich mir merken, dann bin ich eine Stunde auf jeden Fall mit bei. Das könnte auf, also beziehungsweise, das wird auf jeden Fall sehr, sehr wichtig werden für uns. Oder für mich in dem Moment. Dann kann ich sagen, ja, Zeit, pass auf. Speichern, auf geht's. Bringen wir dich erstmal da hinten hin. Ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich nicht alle retten können. Ihr habt wahrscheinlich, irgendwie da Heldentaten und so eine Kram gesehen. Das werde ich natürlich nicht alles machen. Das sind Sachen bestimmt, rette in dem Level so und so viele Leute. Aber das werden wir hier natürlich dann jetzt nicht machen. So. Der sprintet da hin, das ist schon mal sehr schön. 37. Wir haben aber selber nicht mehr wirklich viel an der HP, ne, gerade. Aber egal, das wäre unser. Das wird schon gemacht werden. Wir sollen ja erstmal durchsprinten. Die Denkmal werden wir auch nochmal hätten weiter Deckung bringen können. Aber wir sind jetzt gerade im Angriff, beziehungsweise wir werden gerade angegriffen von den Japanern hier auf Pearl Harbor. Und das müssen wir doch endlich irgendwie mal, ja, bisschen Einhalt gebieten. Also auf geht's hier. Patrouillenboote, da sind auf jeden Fall genügend Leute, die uns dort eigentlich unterstützen können. Da die Kollegen, die Kameraden, ja, mal ein bisschen unter Hand zu greifen, die Verletzten, die Verwundeten, da dann mal ein bisschen zu wegzuschaffen. So, jetzt sind wir auf dem Patrouillenboot und ich bin mal gespannt, was wir so an Flugzeuge runterholen können. Ich weiß nicht, ob es eine statistische Mission jetzt, eine statische Mission, so heißt es, sein wird oder ob wir fahren. Nein, wir sind doch am Fahren, sehr, sehr geil.
Erinnert mich so ein bisschen an Rising Sun gerade. Dort sind wir ja auch gefahren, gleich in der ersten Mission. Da waren wir aber... Ja doch, da waren wir auch in Pearl Harbor. Im Hafen, aber auf einem Boot stationiert. Beziehungsweise haben dort angefangen. Oh, interessant, dass sie sogar zu uns kommen. Interessant, dass wir sogar hier eine Munitionsanzeige haben. Wir können natürlich nicht alle hier... Oh, es macht so Laune, Alter. Ja, man muss nicht immer die neuesten Games zocken. Klar, sind natürlich grafisch tausendmal geiler. Man hat natürlich einen krassen Grafiksprung halt gemacht. Das muss man einfach nur so sagen. Nichtsdestotrotz sind teilweise auch die alten Games halt immer noch geil zu spielen. Medal of Honor, warum habe ich das Game überhaupt? Das frage ich mich gerade. Ich glaube, das war kostenlos mal bei Origin. Und dann kann man es natürlich auf jeden Fall mitnehmen. Medal of Honor. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele mir denn noch fehlen werden. Wenn Medal of Honor Pacific Assault durch ist. Light Assault? Light Assault müsste mir auf jeden Fall noch fehlen. Das ist nochmal ein PS... Nee, kein PS-Titel. Ein PC-Titel? Genau. Und dann fehlt mir auf jeden Fall Medal of Honor, Medal of Honor Underground. Also das allererste Medal of Honor. Und Medal of Honor Underground. Die sind halt auch beide für PS1. Sind auf jeden Fall in Deutschland initiiert, soweit ich es weiß. Das heißt, ja, wahrscheinlich dann über ein Emu, also über einen Emulator, ja, Englisch dann. Da bin ich aber noch am Überlegen, ob ich das halt mache. Das muss ich dann sehen. Und es gleicht halt aktuell wirklich sehr Rising Sun. Zumindest den Anfang. Klar, ja, was will man auch in Pearl Harbor großartig machen? Auch da sind wir ehrlich, ja, eigentlich sind wir auch da so durchgekurvt. Nur, dass wir halt jetzt einen aktuellen an den Anfang haben. Aber overall, denke ich mal, wird sich Pacific Assault von Rising Sun schon unterscheiden. Außer es ist wie... Ach, shit, welches war es denn? Light Assault und das, was ich schon für PS2 Let's Played habe. Das letzte, was das war. Ich glaube, die sollen wohl ein bisschen... Also, die sollen sich wohl ähnlich sein. Also, ähneln. Sollen aber nichtsdestotrotz auch wieder zwei verschiedene Spiele sein. Weil Light Assault wohl ist halt die PC-Ausführung. Und European Assault, glaube ich, müsste es heißen. Ich glaube, das müsste European Assault sein. Obwohl die PS2-Variante ist. Keine Ahnung, irgendwie sowas habe ich da im Kopf. Kann natürlich der größte Bullshit sein. Aber, naja, gut. Ja. Werde ich den auf jeden Fall sehen. Ich habe ja das Game noch so ein bisschen im Kopf. Die Frage ist halt, wie viel Flugzeuge muss ich denn hier runterholen? Ich habe nur noch 35 HP und... Und das könnte natürlich auch wieder so eine Sache sein mit dem HP-Balken. Das Gute ist, wir können viermal den Sunny rufen. Ich denke mal, dass das auch vielleicht nach jeder Mission, jedem Missionsabschnitt. Okay. Okay. Ja, ob jetzt ist ja wieder ein neuer Abschnitt, ob ich dann wieder einmal Sunnys dazu bekomme. Oder ob ich dann Dingens bekommen. Au. Oder, ja. Oder ob man hier irgendwie, ja, wirklich eine komplette Mission irgendwie schaffen muss, bevor man Dingens bekommt. Achso, und wenn, ah, okay. Ich wollte gerade sagen, wenn wir sie komplett zugedreht haben, geht das Rote bestimmt weg, ne, ja. Gott, sehr schön. Ist das schon mal sehr einleuchtend? Alle Mann auf Gefechtsstation. So, auf jeden Fall. Aktuell hat zumindest hier keiner überlebt. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Da ist wieder Rauch. Da muss ich nochmal wieder zudrehen. Also solche Missionen, boah. Überhaupt nicht meins. Weil man halt gegenfluten. Achso, jetzt bin ich hier, alles klar. Ja, aber muss ich da jetzt wieder zurücklaufen, oder wie? Und da komme ich ja nicht durch. Das heißt, ich muss die ganzen Wege nochmal... Ja gut, man heißt ganzen Wege, ist ja nur Mühe. Ja, ansonsten, ich weiß es gar nicht. Also, meine aktuellen Let's Play-Pläne, es wird sich, ich hoffe mal, wenn, dass es bald so kommt, natürlich auch ein bisschen was ändern. Da muss ich natürlich dann auch schauen, wie ich es mit dem Aufnehmen mache. Alles dann aber zu seiner Zeit... wenn es halt soweit ist, werdet ihr es natürlich auch erfahren. Natürlich auch im Stream habe ich das wahrscheinlich schon ein paar Mal gesagt.
Ich habe mir auch unter anderem ein neues Mikrofon geholt, auch aufgrund der Änderung, die dann bei mir ansteht. Ja, da bezweifle ich irgendwie, dass ich das Ding da... Achso. Ja gut, so kann man es definitiv machen, die da bei mir ansteht. Den da. Ja, da, verwundet er. Ich bin ja noch schon unterwegs. Aber wie gesagt, ist halt 25 Gesundheit regeneriert. Frage ist halt, ob mich der Sunny halt auch in irgendeiner Art und Weise da heilen kann. Oder ob ich halt wirklich ihn halt nur 25 HP halt. Das heißt, ich werde was... Wieder 25 regeneriert. Heilt mich der Sunny? Das wäre natürlich ultra geil, wenn ich denn halt bei Medipack-Mangel einfach zum Sunny hingehen kann und sagen kann, hier, pass auf, auch heil mich mal oder keine Ahnung, mach irgendwas. Ich bin gleich tot. Oh, das wäre halt ultra sick. So, jetzt muss ich ja selber erstmal gucken, wo ich hin muss. Da auf jeden Fall nicht, da auf jeden Fall nicht. Ich hätte eigentlich fast gesagt, dass ich hier irgendwie durch muss. Achso, jo. Ja, war sogar richtig meine Vermutung. So, hier sind alle irgendwie schon fort. Beziehungsweise nicht mehr existent, also nicht mehr am Leben. Das Ding nicht, das Ding nicht, das Ding nicht. Ja, was soll ich denn hier machen? Schon wieder. Achso, so da im... Ah, alles klar. Nur weil ich da gerade festhänge, ja gut. Da lang, da lang, da lang, da lang, da lang. Hier lang? Nein, hier lang definitiv nicht. Und da kam wir gespeichert. Also Speicherpunkte sind teilweise auch ganz gut gesetzt, muss ich sagen. Nicht mal so schlecht. Das hat Geld. Da geht's nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Alter, also auf so einem sinkenden Schiff würde ich ja nicht gerne sein. Vor allem hier ist ja auch nur alles am Explodieren. Ein bisschen umgucken tue ich mich ja schon. Nein. Ich hänge fest. Wieso hänge ich denn schon hier fest? Ja, ich komme ja schon zurückgesprintet. Ja. Achso, da ist noch einer. So. Dann bringen wir dich halt nochmal zusammen zum Sunny. Ich bin ja nett. Wir sollen euch ja... Alter, sei ruhig, Mann. Ich hab dich auf die Schulter. Du wirst schon nicht versterben. Ich bringe dich da jetzt hin. Frage ist halt, ist der Sunny... Nee, da waren wir drin. Der Sunny ist hier links. Ey, das ist halt auch so bitter, ne? Nee. Hallo, ich will raus. Danke. Hui. Aber cool. Cool gemacht bis jetzt. Irgendwas schmiere ich auf meinen Tisch. Das ist natürlich nicht so geil. Aber bis jetzt ultra geil gemacht. Spiel wird gespeichert. Oh. Oh. Schade. Kein Flugzeug. So, Freunde Nacht. Also ich hätte ganz gerne... Ah, da... Ja. Das Ding ist kaputt. Da oben haben wir... Jo. Bin unterwegs, Kollege. Bin unterwegs. Ich darf an einen Flugabschutz. Oh, kein... Nur? Das ist natürlich doof. Aber dieser Abschnitt, also aktuell ähnelt sich halt wirklich mit Rising Sun. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie lange wir hier halt wieder unsere Stellung halt halten müssen. Das ist ja auch immer teilweise, naja, schwer zu sagen. Vor allem das Schiff ist natürlich jetzt nicht gerade saugeil für uns.